So Leute, willkommen zurück zu Fire Emblem Awakening. Oh yeah, leider heute wieder ohne you. Allerdings werden wir auch in ihrem Namen weiterkämpfen, um diese Strandmission jetzt zu erledigen. Ich glaube, die Einheiten hatten wir schon. Genau, die hatten wir schon ausgewählt, hatten wir so schon hingestellt. Ganz offensichtlich nicht. Okay, die Sache ist, diese Mission hier sollte eigentlich recht angenehm werden. Denn hat hier eine neue Lanze gegeben. Ja, die Eisenlanze, stimmt. Da war was. Die Mission sollte an sich recht angenehm sein. Jedenfalls habe ich sie so in Erinnerung, weil hier einfach keine Einheiten nachrücken. Und das ist etwas, was schon wirklich durchaus viel wert ist. Alles klar, dann würde ich mal sagen, beginnen wir die Schlacht. Jedenfalls, wenn mich nicht alles täuscht. Elysianischer Bund, endlich sind sie hier. Da drüben ist sie, wir haben sie in die Ecke gedrängt. Die Pet soll diese imperialen Schufte holen. Lass sie nicht entkommen! Das ist voll unfair, sie hat nicht meine Waffe. Glaube ich jedenfalls. Kling. Kling, ding, 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 ding. Unser Hauptziel sollte sein, dieser Dame zu Hilfe zu eilen. Und danach die Häusereingänge abklappern. Alles klar, Chrom, das kriegen wir schon hin. Kein Problem. Wenn möglich, sollten wir aber auch den Bürgern hier einen Besuch abstatten. So, wir sehen, sie hat tatsächlich keine Waffenausgröße. Ich hoffe, das ist auch schwer machbar, dass sie hier gut ausweicht, sage ich mal. Dass wir schnell genug ankommen, vor allem da oben, ihr überhaupt mehr helfen zu können. Alles klar, dann erstmal hier wieder mit Donny kombinieren. Wie viel Schaden würdest du denn mittlerweile? Wahrscheinlich null, ne? Ja, Und hier? Immerhin ganze 6, das ist ja schon mal ein bisschen etwas. Ich versuche jetzt auch wirklich so schnell wie möglich nach oben vorzupreschen. Ich denke mal, warte, wie viel Schaden machen die denn hier so? Ja. Kann Donny auf jeden Fall mit umgehen. Durchaus. Okay, dann heißt, wie gesagt, erstmal hier ein bisschen Platz machen. Ein klein wenig aufräumen. Kann ja nicht schaden, ne? Zack. Ja, damit wir da oben Sairi, wie sie ja hieß, schnellstmöglich helfen können. Dass auch wirklich nichts passiert. Und Maribel, hast du gut gemacht. Dass du mit angegriffen hast, meine ich. Bäm. 66 Critical Hit. Buja. Wie sieht's denn mit dir da oben aus? Danke, Avast Antivirus, dass du jetzt gerade aufploppst und mir die Sicht versperrst. Oh, ziemlich gut sogar. Mit Henry noch kombiniert, wahrscheinlich sogar noch ein Stückchen besser. Wobei natürlich dann die Frage ist, weil ich denke mal, die gehen dann auch auf Taja. Wie viel Schaden machen sie ihr denn? Puh, nicht genug, okay. Da kommen sie eh nicht vorbei an Donny. Um den muss ich mir jetzt recht keine Sorgen machen. Kein Problem. Wahrscheinlich schaffst du es nicht, zwei Mann zu reifen, wollte ich gerade sagen. Nope. Habe ich nicht irgendwas, um mehr Schaden zu machen, merke ich gerade. Gut, wäre aber auch nicht so schlimm, wenn es nicht reicht. Vielleicht greift Henry ja mit an. Das wäre ausgezeichnet. Henry? Jawohl, genau so mag ich das. Yeah. Und ein Level-Up für Henry ist sogar auch noch drin. Schön. Na, 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 na. Ding, ding, ding. Oh, ah, mein Körper verändert sich. Ja, das tut er. Ein Hammer erhalten. Das ist ja echt selbiger. Euch beide, genau, das war's. Ich musste gerade kurz überlegen, mit wem ich... Hast du Windmagie? Nee, das Arkuslicht. Arkuslicht hast du... Wie viel Schaden machst du mir denn? Oh, wohaha, eine Menge. Leider viel zu viel, wenn du mich persönlich so direkt fragen möchtest. Wie sieht's mit Cordelia aus? Oh, das ist deutlich weniger. Allerdings befürchte ich schon fast, ja, dass die alle da dran kommen... An sie. Wie viel Schaden macht der? 9. Das heißt, von dem kriegen wir 9 Schaden, von dem würden wir 10 Schaden kriegen. Und von dem auch nochmal 9. Insgesamt also wenig genug auf jeden Fall. Kann ich sie vielleicht noch mit irgendwem kombinieren? Das wäre natürlich auch... Hier, was ist mit euch denn hier? Um wenigstens ein bisschen... Ja, das sieht gut aus. Vielleicht den Speer sogar besser, damit ich auch aus der Ferne treffen kann. So, jupp. Das geht gut, auf jeden Fall. Keine Gefahr, die ich hier sehe. Bam, und Chrom hat sogar noch mit angegriffen. Schön. Ein paar Frauen, das ist übrigens eine Schande, dass man Cordelia nicht mit Chrom verheiraten kann. Dabei mag sie ihn doch wirklich so sehr. Dann kann ich jetzt hier sogar mal tanzen für Taja mal wieder. Mensch, es ist ja nicht so, als hätten wir das gerade das erste Mal gemacht. Yay! Ja, dann kann ich den nämlich da schön einkesseln. Henry? Maybe?
Ich weiß es nicht. Dann gehen wir erstmal Tarja. Henry darf später, wenn einige Einheiten schon geschwächt sind, einfach ein bisschen abstauben. Ja, ich dachte, vielleicht greift Henry auch einfach mit ein, aber Tarja hat wohl nicht so wirklich Interesse daran, ihre Erfahrungspunkte zu teilen. So, was ist mit euch da unten? Ihr? Vielleicht einen Support hier freischalten oder so? Also, Beziehungsboost? Ich habe jetzt den Riss in der ganzen Truppe gepflegt, das sieht alles wie neu aus. 16 Erfahrungspunkte! Du bist wieder unten angekommen sind. Ich denke mal, die fange ich mit Stahl und Sully ab. Lonzo, du gehst ja ein bisschen mit nach oben. So, alles klar. Dann lassen wir doch mal den Gegner. Ja, genau, die greifen jetzt Zyrian. Das war ja leider abzusehen. Oh, wow, wow, wow. Die machen viel Schaden. Wir müssen uns ein bisschen beeilen. Gut, beide Beine ausgewichen. Das war schon mal angenehm. Ach, und du greifst auch. Ja gut, es ist trotzdem nichts, was gefährlich ist. Vor allem, weil du nicht triffst. Zack. Chrom, mach auch was. Nee, Chrom hat keinen Bock. Chrom möchte nicht. Gut, du triffst wahrscheinlich eh nicht, wollte ich gerade sagen. Und selbst wenn du getroffen hättest, keinen Bereich, der irgendwie gefährlich geworden wäre. So, jetzt kommt der andere Magier da auch noch an. Genau, alles wie geplant. Der entweder trifft oder ja, er trifft mit bisschen Schaden. Guck mal, sind wir sogar mit wesentlich weniger Schaden davon gekommen als eingeplant. Das ist immer eine angenehme Wendung, die man doch gerne sieht. Yeah, 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 yeah. Ich wusste nicht, dass ich solche Kraft habe. Das glaube ich dir, dass du das nicht wusstest. Und jetzt greifst du noch Donny an hier. Wow, du triffst. Du machst einen Schaden. Ja, ob sich das gelohnt hat? Ich bezweifle es ja schon fast. Donny, too weak. Oder was auch immer du sagst. Ich verstehe es immer noch nicht so hundertprozentig. Auf jeden Fall angenehm. Dann kommen wir bald schon zu Sairi da oben, um ihr zu helfen. Nochmal Angriff von Maribel. Sehr, sehr gut. Die brauchen noch ein bisschen Training. Ach, guck mal, du greifst auch nochmal hier an. Kein Problem. Brumm. Speer. Gut, dass ich den Speer ausgerüstet habe. Und Chrom macht den Gnadenstoß. Ausgezeichnet. Cordelia, ich bin stolz auf dich. Wir können tatsächlich noch ein paar mehr angreifen, als ich dachte. Aber, ja. Selbst wenn alle getroffen hätten. Absolut ungefährlich. So, und die da unten bewegen sich alle erstmal auf den Strand zu. Vom Strand bewegen sie sich, meine ich, auf unsere Leute, die da unten stehen, zu. Hat mir jetzt jemand... Ja, ich wollte sagen, jetzt hat jemand Donny natürlich den Weg versperrt. Wie viel Schaden macht die Tarja denn alle so? Nicht viel. Ganz und gar nicht viel. Das ist so ein General, der wird ein bisschen mehr Schaden machen, denke ich, aber das ist immer noch angenehm. Wie sieht es mit dir aus? Chrom, maybe? Chrom, mit deinem Rapier? Ja, ja, könnte man tun. Denke, erstmal gehe ich hier mit Donny voll auf die Breitseite. Und knüppel den hier erstmal um. Wenn es reicht, was ich schon fast bezweifle, außer er krittet jetzt. Was bei Donny jetzt schon ein paar Mal vorgekommen ist. Nö, aber er hatte keine Lust zu kritten. Donny wollte einfach nicht. Ganz einfach ist das. Kommst du dran, wenn ich da jetzt... Der kommt auf jeden Fall dran. Gut, also wie viel Schaden kriegt Chrom von ihm hier? Tatsächlich viel. Mir eine Spur zu viel, ehrlich gesagt sogar. Dann bleibe ich mit Chrom vielleicht doch lieber hier unten. Und guck mal, wie es hier so aussieht. Hoppala, einmal wechseln bitte. Die haben natürlich aber... Eine extrem niedrige Trefferchance. Bei Cordelia allerdings ist sie schon geschwächt. Aber ihm sind die Chancen jetzt auch nicht gerade so viel höher. Auch ziemlich, ziemlich niedrig. Ich glaube, dann mache ich das lieber mit Chrom. Stellen wir mal eine kleine Mauer auf. So, den Rapier. Und knüppeln den Typen ja volle Kanne um. Bam, bam. Sehr gut. Yeah. Alles klar, dann können wir noch mit Tarja vorrücken. Wie gesagt, ein General ist dabei und ein, was ist das? Dunkelritter. Die sind natürlich etwas gefährlicher, aber etwas gefährlicher ist in diesem Zusammenhang trotzdem noch ziemlich ungefährlich. Also nichts, wobei wir jetzt irgendwie große Sorgen machen müssten. Bam, bam. Yeehihi. Henry braucht aber immer noch unbedingt ein paar zum Abstauben. Sonst können wir mit Lonzo auch mal hier nach...
bisschen nach vorne gehen. So wollt ihr, ihr kommt noch gar nicht dran, ne? Na, gut, dann warten wir mit den dreien, denke ich nochmal. Dann nehmen wir, lassen wir uns selber die Offensive. Die Initiative, meine ich. Ich könnte, aber dann würden sie... Ich tanze einmal kurz für Lon Su, damit ich Erfahrungspunkte bekomme, einfach. Und warte dann den Zug des Gegners ab. Das ist eine Mission, die ich als nicht sonderlich schwer empfunden habe, muss ich doch sagen. Genau, ich muss nur halt gucken, dass ich da möglichst schnell zu Sairi hinkomme. Das sollte nämlich nicht der Fall sein, dass sie stirbt. Autsch. That hurts. Genau, jetzt machen wir mal den Weg frei, damit ich da durch kann mit Donny gleich. Yay, gut gemacht, Maribel. Mit dem Pegasus voll weggeschubst. Yeah. Und ein weiteres Level-Up für Donny. Und zwei Level dann. Ich bin jetzt froh wie eine Mops im Haferstroh. Ja, dann werden sie auch schon fast auf Maximum, Donny. Die sind ja fast schon auf Maximum. Mit einem Kurzspeer greifst du jetzt an. Ernsthaft. Kollege, nee, das nützt dir auch nicht, ne? Ja, Chrom weicht dir gut aus und krittet einfach, was das Zeug hält, den Gegner an die Wand. Bam. Yeah. So, jetzt können die anderen alle rauf und zu. Weh, die Versperre. Hauptsache, die Versperre. Ich muss zu Sairi, verdammt nochmal. Ja, Donny geht hier voll ab. Nutzt ihm aber auch nichts, weil der Typ einfach zu resistent ist. Ah, ich muss da durch. Jetzt greifst du auch nochmal an. Auch alles im Lot. Tarja killt dich nicht, weil Henry nicht mit angreift. Verdammt nochmal. Das ist unpraktisch. Vielleicht kann ich mit Cordelia den einen Typen aus dem Weg räumen, da oben den General. Das wäre mir persönlich am liebsten, damit ich, wie gesagt, schnell da hoch kann, weil lange hält Sairi das auch nicht mehr durch. Yeah! Bam! Ich spüre einen riesigen Unterschied. Und der letzte da oben, der Dunkelritter, er greift sogar Tarja an. Du weißt, dass sie kontern wird, ne? Ist dir klar, Kumpel. Aber gut, wenn du meinst. Und wie sie kontern wird, das wird dir noch leid tun. Tschüss! Tarja, du wirst mir langsam ein bisschen zu mächtig. Lass Henry doch auch mal was machen. Ding, ding, ding. Und ich habe mich bisher noch zurückgehalten. Ja, schlimm genug. Gut, und die unten werden, denke ich mal, extrem zerschellen an Sully und Stahl. Hoffe ich. Ich gucke das mal lieber nach. Ja, werden sie. Eindeutig. Du hast einen Hammer sogar. Das ist gut. Das ist sogar sehr gut. Ihr macht alle auf jeden Fall zu wenig Schaden. Also der muss auf jeden Fall irgendwie aus dem Weg geräumt werden. Das Problem ist... Das Problem ist, wie schalte ich den jetzt... Ich muss da durch! Das ist das Problem. So. Mann. Ich hätte schon eine Idee, was ich mache. Und ich muss auch kurz gucken, ob Chrom... Kann Chrom die One-Hitten? Chrom, nicht Cordelia. Oh ja, ziemlich locker sogar. Dann weiß ich auch, was wir machen werden. So, du gehst mal hier hin und wechselst. So, dann kann ich nämlich jetzt hier einmal mit Olivia für Cordelia tanzen. Yay! Und kann hier einfach schnurstracks da hochfliegen. Und einen von denen auf jeden Fall schon mal mit Chrom aus dem Weg räumen. Wer ist denn stärker von euch? Ihr seid beide gleich stark. Habt ihr die gleiche Trefferwahrscheinlichkeit? Der trifft um einen besser, also hau ich den an die Wand. Nicht, dass doch irgendwas Unerwartetes passiert, nicht wahr? Zack, bam, und ja gut, einmal kassieren, kein Problem. Donny sollte ich auch gleich erstmal heilen, man weiß ja nie, nach näher trifft dieser General dann nochmal und dann haben wir ein klitzekleines Problem. Ich denke nämlich mal auch, dass sie, ja, ja, dann nicht allzu viel reißen kann. Und mit Henry den abstauben. Das mache ich auch. Ich glaube, das mache ich auch. Dann nimmt Henry, sage ich schon. Dann nimmt Donny einfach mal hier eine Mixtur. Du, nein, nicht du, Tarja, sondern du, Henry, staubst den Kerl hier ab. Yeah, wird mir Zeit, ein paar Erfahrungspunkte zu bekommen. Oh, von einer erhöhten Einheit. Und das muss viel Erfahrungspunkte bringen. Oh ja, 50 ungefähr. So, da ist noch niemand. Ach, da hinten ist der
Bewegt er sich? Nee. Nein, tut er nicht. Dann kann ich mit dir nämlich... Du hast den Panzerbrecher leider nicht, ne? Das ist ja schade. Das ist ja schade. Kommst du da dran? Nee, guck mal, kommt sogar keiner dran von den beiden. Gut, dann kann ich hier selbst, wenn er gleich doch mal Konter angreift, sage ich mal, und immer trifft, selbst dann wird das nicht reichen, um Lonzo zu besiegen. Und vielleicht macht ihr auch einen Crit oder Henry greift mit an, was er getan hat. Sehr gut. Bam. Schönes Team, ihr zwei. Schönes Team. So, Donny kümmert sich um die beiden. Beziehungsweise der greift vielleicht sogar Chrom an. Das nützt ihm aber auch nichts. Auf jeden Fall, Zaire überlebt das jetzt. Das ist sehr, sehr gut. Ja, und dann können wir hier unten ein bisschen Spaß haben, würde ich mal schon glatt behaupten. Hä? Achso. Ja. Wie weit kommt denn der? Zwei Schritte. Eins, zwei. Eins, zwei. Zwei Schritte. Eins, zwei. Und der hat eine Silberaxt. Das heißt, ich kann in Ruhe mich da hinstellen. Schade. Nur ein Angriff kommt durch. Vielleicht greift Virion mit an. Das Problem ist, ich glaube, das reicht nicht so ganz. Da muss ich gleich mal gucken, wie ich das aufteile. Ja. Sieht ordentlich aus. Dann knüppel ihn mal nieder, bitte. Hallo, Sully. Das ist kein Problem für Sie. Aber wie können die denn alle treffen, wenn ich jetzt... Der kann nicht, der kann nicht, der kann nicht. Höchstens der da oben. Und wie sieht's mit dir aus? Wie viel Schaden machst du? 3. Putzig. Sehr, sehr putzig. Das heißt, ich kann jetzt hier schön abstauben. Gut. Church, please. Hau drauf. Bam. Da lacht sie einfach nur. So, und Stahl. Nur für den Fall. Ich denke nicht, dass ich es brauche, aber man kann ja nie wissen, was passiert, nicht wahr? Zack. Gut, das ist natürlich jetzt ziemlich kritisch mittlerweile schon, aber immer noch alles im Lot. So, selbst wenn du triffst, ist das kein Problem. Ja, du triffst auch noch, meine Güte. Kann der mal drauf? Der hält so viel aus, diese verdammten Generäle. Nur du greifst sogar Church an. Und kassierst dafür übelst, außer du weichst aus, was bei 77% gar nicht mal so unwahrscheinlich ist, wie man glauben würde. Und du greifst tatsächlich Chrom an, was dir im Endeffekt auch nichts bringt, weil du da genauso drauf gehst. Cordelia, na okay, schade. Der arme Rapier, ich muss ihn doch sparen, davon habe ich doch nicht so viele. Ich glaube nur den einen, wenn mich nicht alles täuscht. Frage für mich, wollen die jetzt auch... Ach so, ja, das hab... ich will gar keine Sorgen machen müssen. Das sind natürlich welche mit Arkuswind. Musste das sein? Die machen auch sehr, sehr viel Schaden. Und kommen dran. Aber ich will doch ein bisschen abstauben hier. Könnte ich eigentlich sogar, weil wenn nur der dran kommt... Nein, der kommt leider auch dran. Und der macht... auch genug Schaden. Okay, dann würde ich sagen, knüppeln wir erstmal den hier aus dem Weg. Ja. Der nervt mich nämlich ein bisschen sehr. Ja. Bitteschön, Sully. Zack, Stahl auch nochmal. Zack, Stahl zweimal. Und ausweichen und kontern. Und im Crit sogar. Oh, das war ein schöner Zug, muss ich sagen. Da habt ihr euch richtig Mühe gegeben, ihr zwei. Tch. Ja, Sully, ich weiß. Unter deiner Würde quasi, nicht wahr? Och Mann, diese beiden doofen Magier, ich wollte ja mit Chertit schön abstauben. Kann ich aber nicht machen, weil die mir im Weg sind. Ich muss mich jetzt erstmal außer Reichweite bringen. So blöd das auch ist. Ah, uncool. Wie viel Verteidigung hast du? 24, komme ich da durch? Ja, komme ich sogar. Ich komme da sogar durch mit meiner Stärke. Aber Henry braucht's dringender. Also, here we go, Henry! Zack! No problem. Ich glaube, da war's wieder. Level 18, bald kannst auch du aufgestuft werden. Mein Körper pulsiert, werde ich explodieren? Nee, bitte nicht, das wäre von denen eine ganz schöne Sauerei. Ja, ich will nicht derjenige sein, der das wegmacht. Möchtest du? Ja, möchtest du. Okay. No problem. Der trifft auch noch. Oh, bam. Können wir uns im nächsten Part ganz in Ruhe um die Häuser und alles kümmern. Das ist doch ganz angenehm.
Sehr, sehr angenehm, muss ich sagen. Was ist denn das da oben drin? Da sieht man irgendwas drin liegen. Whatever. Kann ich hier... Ja, ich kann sogar tanzen. Unglaublich. Ich kann sogar tanzen. Das klingt sehr interessant formuliert. Yay, Dancing Queen. Ich glaube auch, bevor ich mit Sairi hier rede, werde ich mich erstmal darum kümmern, dass hier keine Gegner mehr sind. Und dann werde ich mich in Ruhe darum kümmern, sie anzuquatschen. Bam. So, und... Da kann ich sogar da oben schon mal den Einbesuch abstatten. Der Imperator ist unüberwindlich. Jeder, der sich ihm widersetzt, wird sofort getötet. Ich bin auf der Flucht. Upsala, sorry. Soll den wahrlich bekämpfen wollen, dann nimm dieses Geschenk von mir. 2 Mark Wunden auf Entfernung zu heilen, wenn es eingesetzt wird. Oh, ein Pokertief. Nice one. Gut, dann warten wir noch den Zug des Gegners ab und beenden dann die Folge. Gucken wir doch mal alle, wie da unten Stahl und Sully nicht getroffen werden, außer von den Magiern wahrscheinlich, die dann doch ein bisschen mehr Schaden machen werden, aber auch nur ein bisschen mehr Schaden. Nichts, was irgendwie schlimm wäre. Ach, die stellen sich sogar direkt vor uns. Das ist wagemutig, mein Freund. Das ist sehr wagemutig. Wow, mit einem ganz normalen Schlag, ohne Crit, ohne sonstiges, einfach K.O. Aber die ganze Erfahrungspunkte, die eigentlich für Church gedacht waren. Level 2. Nicht schlecht, aber ich habe noch viel zu lernen. Ja, so viel, nicht so viel, wie du denkst. Okay, Leute, dann würde ich aber sagen, das war Fire Emblem Awakening für heute. Im nächsten Part machen wir hier weiter. Bis dahin, ciao.